So, weiter geht's mit Condemned. Diesmal der zweite Versuch der Aufnahme, weil den ersten hatte ich am Tag gemacht. Am Tag war aber zu viel Licht. Und ja, jetzt ist es dunkel, also nachts. Und deswegen kann ich hier auch wesentlich mehr erkennen als vorher. So, bauen wir die Axt. C4, okay. Machen wir auf T. Und folgen mal der Spur. Die Spur führt hier runter. So. Ach, Moment, ich muss, glaube ich, hier. Okay, gut. Der Aufzug braucht Strom. Achso, ich werde vielleicht mal meine Stopp aktivieren, weil durch Fraps sehe ich das gerade nicht, wie lange ich aufnehme. Und deswegen, ja, muss ich mir mal so eine Stoppuhr jetzt machen. Und gucken, dass ich auf diese Weise die Zeit richtig im Griff habe. Da kann ich hier, jetzt müssen wir eine Axt finden. Ja, wo finden wir hier eine Axt? Eine Axt, eine Axt, eine Axt. Hier drin vielleicht. Da ist auf jeden Fall Heilung drin. Die brauche ich aber nicht wirklich gerade. Eine Axt wäre mir lieber. Keine Axt. Das ist ein Nagelbrett, das will ich nicht. Der Aufzug braucht wieder Strom. Da kommen wir ohne Axt nicht durch. Da kam ich generell her. Denn das? Die letzte Session ging ja kaputt, weil ich versucht habe, mit Camtasia aufzunehmen, was aber nicht geklappt hat. Da war nur Schwarzbild und ja, jetzt muss ich alles mit Fraps nochmal machen. Und ja, ich kann mich aber gerade nicht so recht entsinnen, wo die Axt gewesen ist. Normalerweise bei Condemned liegen die Sachen einfach so herum zum Mitnehmen. Deswegen muss die Axt doch irgendwo sein. Hier mal nicht. War hier nur Heilung drin? Muss sie doch eine Axt geben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Verdammte Axt. Da muss ich rein. In diesen Raum.
Das geht aber nur mit einer Axt. Das geht nur mit einer Axt. Hier kann ich nicht lang. Axt, 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 wo ist die Axt? Was brauchst du ein Nagelbrett? Was soll ich mit dem Nagelbrett? Liegt irgendwie im Regal rum? Wo liegt die rum? Das bringt gar nichts. Verdammte Axt, wo bist du? Ein Rohr will ich nicht, da so ein Kram. Ach so. Ich dachte schon, ich hätte die Axt gefunden, aber da steht nur Axt benutzen da. Nee, Moment. Ich lade nochmal neu. Geh nochmal zurück. Und guck, ob ich die Axt nicht irgendwie abgelegt habe. Versehentlich. Da haben jetzt gerade die Frames ein bisschen verrückt gespielt. Was denn? Kam ich hier das jetzt zu? Verdammt, wo lag denn die? Von denen hat es keiner gehabt. Nee, die muss da unten sein. Die muss hier unten sein. Was soll ich mit dem Rohr? Ich will Axt. Das kann es doch nicht sein, dass ich hier ständig ne, dass ich hier nur die Axt rum, dass ich hier ständig nur die Axt suche. Die ganze Partzeit. So geht's ja nun nicht. Ich hoffe, ich finde das Ding bald. Wo ist denn das? Nagelbrett will ich nicht. Ach so, Moment. Hier unten ging es ja nur lang. Das hätte ich ja fast vergessen. Dann gäbe es hier bestimmt auch irgendwo Gegner, ne? Na, wo seid ihr?
Geht's schnell hoch? Bin ich denn jetzt gelandet? Hier gibt's doch bestimmt irgendwo eine Axt in der Nähe. Okay, hier war ich noch nicht. Hallo. Du hast das, was ich brauche. Ja, ein bisschen Abstand nehmen, weil die schlagen gerne nochmal drum. Die schlagen gerne mal um sich. Oh. Der war noch gar nicht down, der Schlawiner. Oh, noch einer. Dachte, du kannst mich trollen, hat er geschafft. Out. Da schafft er es, mich zu killen. Oh, ey. Ist das eine dreiste... Was für eine freche Saubande. Ja, ich benutze gerne die Taktik immer vor- und zurückgehen. Weil das machen die nämlich gern mal. An Ecken stehen. Auf mich warten. Und mich dann von der Seite trollen. Und auch schwer ist das natürlich nochmal ein Zacken. Ja. Härter. Als auf anderen Schwierigkeitsgraden. Oh, ist da noch jemand? Nicht mit mir, Freundchen. Ich habe übrigens Condemned 2 auch hier zu liegen bei PS 3. Ist auch ein ziemlich geniales Game. Nicht mit mir, Freundchen. Oder Madame. Gegen die Axt habt ihr keine Chance. Gespeichert. Und BAM! Aufgekloppt. Zack. So fällt man mit der Tür ins Haus. Stock. Und da wären wir auch schon. Nummer 5 für den Quick Save. Man weiß ja nie, was jetzt noch in der nächsten Ecke auf uns wartet. Oh, speichere doch so. Das war ein Vogel. Da ist doch jemand. Ach, da hinten sind die alle. Freaks. Übrigens, ich weiß durch den Tipp von Ed Benjamin, da wo die Augen an den Wänden sind, dort befindet sich meistens ein Metallstück. Ja, und deswegen wechsle ich ungern zu Fraps, weil ihr habt gerade gemerkt, es ruckelt. Und das trotz des guten PCs. Das ist ein Saubolzen. Komm her. Das war sowas von klar. Oh, ist das eine Saubande.
Ist das eine Saubande? Ich glaub, es hackt. Ja, ich weiß, dass ihr hinten seid. Ich weiß, dass ihr da hinten seid. Noch erstmal. Oh Mann! Ich wollte schon sagen, erstmal Ernie hier. Aber der scheint richtig dicken Stress zu haben wollen. Aber gut, den kann er bekommen. Stress mit meinem Taser. Nichts in der Ecke verstecken. Ja, kommt ruhig. Ich weiß, dass ihr mich zurennen wollt. So, arbeiten wir uns mal Stück für Stück voran. Als nächstes kam ja dieser Typi mit seiner scheiß Pumpgun. Genau, er hier. Alter, ich glaube, es hackt. Ey, das gibt's doch nicht. Mann. Diese blöden Schrotflintentypen, die ziehen so viel scheiß Damage weg, die einfach nur bam 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 machen. Ja, erstmal Ern hier. Dann kam der zweite da hinten. Genau. Ich glaube, der Frame-Einbruch. Frapsay. Deswegen baue ich ein bisschen auf Contagion, aber ich kann hier keinen Fenstermodus machen, weil Condemned nur im Vollbildmodus funktioniert. Ich hasse diese Mistkerle. Ja, schieß mal ruhig leer. Ich weiß, irgendwann hat er keine Munition mehr drin. Und dann muss er auf Nahkampf gehen. Alter, wie viel. Wie viel scheiß Munition hat der Typ? Ja, kloppt euch ruhig teilweise selber. Bam. Ich höre hier doch noch einen irgendwo. Ja, ich behalte mal die Axt. Und werd hier auch mal abspeichern. Das war Content für heute. Bis demnächst. Tschüss.